Und wir haben es schon ganz kurz heute andiskutiert, Hansi, 1974, ein ganz großer Tag für dich. Und ich glaube, es ist ja sogar hier losgegangen auf der Seilalm. Du bist quasi zur Arbeit von hier aus aufgebrochen und hast dann allen gezeigt, dass du ganz gut Slalom fahren kannst. Wir sehen die Bilder nochmal. Hast damals den Slalom sensationell als Riesenüberraschung mit Nummer 21 gewonnen. Mit den Fehlern normalerweise musst du verabschieden. Ich bin da früh aufgestanden, ausgeschaut, blauer Himmel. Und das war natürlich für mich schon mal ganz was Positives. Ich bin nachher runtergefahren, einen Slalom ausschauen und da bin ich am Start stehen geblieben und habe umgeschaut, einen Lauf runtergeschaut. Und irgendwie, und ich glaube, da können wir der Lukas und der Fritz auch beistehen, dass wirklich, es gibt so Tage, da hast du ein gutes Gefühl. Du siehst etwas, du fühlst dich einfach wohl und du weißt genau, heute geht's gut. Und das war so ein Tag bei mir. Es ist wirklich einfach alles aufgegangen. Erste Bestzeit, zweiten Lauf, Bestzeit. Und wir sind ja damals nur zwischen ersten und zweiten Lauf zu Fuß aufgegangen, besichtigt. Also nicht wie die Herrschaften jetzt, sondern den Lift aufgefahren und runterrutschen. Wir sind ja zu Fuß aufgegangen, Lukas. Und da kannst du dir vorstellen, das war natürlich schon von den Fans her, Hansi, mach's gut, alles Gute, gib mir Autogramm. Und da bist du immer von Tor zu Tor, sich zu konzentrieren, war natürlich auch nicht lustig oder nicht so leicht. Nicht? Aber es ist gut gegangen und es ist ein super, super schönes Erlebnis gewesen, daheim den Klassiker zu gewinnen, ein Traum. Und wir haben da ein Zeitdokument, nämlich die offizielle Ergebnisliste, das Resultat. Ich hoffe, der Schneefall lässt so, dass man da drauf schauen kann. Und wir sehen, das war ja kein Zufallssieg, sondern Hansi Hinterseer, Bestzeit in beiden Durchgängen. Und fast eine Sekunde Vorsprung am Ende des Tages. Bravo, Hansi, bravo. Schau, da zieht der Lukas. Sehr gut. Sensationell. Ja, ohne da wieder da. Danke, Lukas. Und Hansi, man muss dazu sagen, es war eine Art Befreiung, wenn man so die Geschichte dazu weiß. 5 Jahre Österreich im Weltcup keinen Slalom gewonnen und in Kitzbühel sogar 13 Jahre keiner. Und du hast da irgendwie so ein bisschen einen Knopf aufgemacht. War das auch zu spüren, dass da der Druck der Nation auch da war, wie wir es heute schon diskutiert haben? Aber das ist ja immer so in Österreich, wenn es nicht läuft. Der Druck war auf alle Fälle da. Und ich kann mich erinnern, eine Woche vorher Wengen und alles haben wir so schlecht gefahren. Also eine Katastrophe in Wengen, das war furchtbar. Und dann ist Kitzbühel gekommen. Und die Journalisten, wie es heute auch jetzt ist, der Druck war enorm. Und wir müssen gut fahren. Und dann ist das aufgegangen. Kniewasser Zweiter, ich Erster. Und Hauser damals Fünfter sogar noch. Also es war wirklich wieder alles schön begelt, gut gegangen. Na, war eine schöne Zeit, ja. Aber es ist halt im Sport so. Einmal bist du oben, einmal bist du unten. Wenn du unten bist, weißt du eigentlich nicht, warum du unten bist. Du versuchst alles Beste draus zu machen. Und dann gewinnst, dann weißt du eigentlich auch nicht, warum das so leicht gegangen ist. Aber es ist einfach passiert. Und das ist schon wahrscheinlich die Faszination Sport allgemein, ganz egal, Waffensport. Weil wenn du das alles kalkulieren könntest, dann brauchst du nur sagen, schau, du hast die Goldmedaille, du hast die Silberne, die Bronzene, brauchen wir gar nicht fahren, weil du gewinnst das eh. Aber das ist nicht so. Der Sport ist einfach unberechenbar. Da kann alles passieren und jeder Athlet versucht, das Beste daraus zu machen, die beste Leistung zu bringen an dem Tag. Und gerade die Olympischen Spiele sind natürlich verreckt, weil alle 4 Jahre die daherkommen. Du kannst 3 Jahre lang alles gewinnen und beim 4. Jahr geht es leider nicht, weil du irgendwie vielleicht krank bist. Das habe ich selber erlebt. Olympia war, ich hab zwar mit den Frauen immer ein nettes Verhältnis, muss ich sagen, aber Olympia hat mich nicht mengen. Die hat mich nicht mengen, die Olympia. Ich habe mich 72 nicht mitfahren lassen und 76 ist voll in die Hosen gegangen. Aber das gibt es so Athleten. Karl Schranz zum Beispiel, der war einer der Besten und hat überhaupt nie was gemacht. Und der Glücksbringer da hinten, der Fritzer, hat das sensationell gut gemacht und ist einer der Besten allgemein gewesen. Und das sind schon Erlebnisse, glaube ich, die Kunst kann er nehmen, oder? Jetzt hat 2 Gämse daheim, der braucht keine mehr. Aber wir begrüßen den Mann, der das Geheimnis lüften kann. Dr. Michael Huber vom KSC, er ist der OK-Chef der Haranenkammrennen. Und jetzt ist er bei uns durch das Schneegestöber raufgekommen. Michi Huber betritt das Podium. Servus, Michi. Ich übergebe dir gleich das Wort. Servus, Michi. Meine Verehrung, du, ich war da für einen Herrn, den jungen Mann da neben dir. Setz dich da nicht her. Nicht den Jungen, sondern den Jungen. Ach so, okay. Was hat's damit auf sich? Hansi, zu dir. Du kennst die Geschichte, glaube ich, vor 50 Jahren. Ich war schon auf der Welt. Ich hab's wahrscheinlich gesehen. Hast du da in Kitzbühel die Ehre des Kitzbüheler Skiclub
sowas von in neue Höhen geleistet, weil wirklich du vorher war das große Wunderteam, aber du warst der richtige Held für mich, muss ich sagen, weil du in dieser Zeit, und du hast auch von einem so einen Blechpokal gekriegt. Und ich habe mir heute erlaubt, ich hoffe, du bist überrascht, eine Original Hahnenkamm Gams Slalom 1974 Hans Hinterseer Ehrenpreis des Kitzbüheler Skiclub. Ich gratuliere dir herzlichst. Hansi, bravo. Danke vielmals. Danke. Ich gleich neben den Hansi. 50 Jahre später, Gratulation, Hansi Hinterseer. Den hätte Lukas auch. Danke. Schön, freut mich. Hansi, ganz hat nur einen Nachteil. Ich hatte meine Hände im Spiel. Also hast du das gemacht? Ein bisschen mitgeholfen. Danke, dann freut es mich noch mehr. Nein, ich glaube, Hansi, das ist wirklich etwas, was man in Würden heute und ein Hahnenkamm-Sieg. Ich weiß, du hast 6 Weltcup-Siege und wahnsinnig 21 meine Top-3-Platzierungen. Aber das ist für mich als Präsident natürlich. Präsident, ich danke dir. Danke dir vielmals. Vor allem heute kriegt ein spezielles Platz. Ich hoffe. Super. Dass du den in Ehren hältst und aufpasst. Unger habe ich dann ein super schönes Wetter und heute schneibst du, dass die Fäden zu Fuß gehen müssen. Das passt gut. Danke vielmals. Danke, lieber Michael. Überraschung gelungen. Wir setzen uns noch einmal ganz kurz nieder. Vielleicht einen kleinen Tipp für den Hansi. Fritz, du hast 2 gewonnen. Wo stellt man die so hin? Wo sind die bei dir? Also hier haben einen wunderbaren offenen Kamin. Die 2 Ablagen, eigentlich 3. Gemacht, ja. Hat genau gepasst. 2 goldene Gamsen und die Goldmedaille. Also für das hat es gereicht. Gott sei Dank habe ich nicht viel mehr gewonnen. Gott sei Dank. Mi-